Ich weiß nicht, nee, wir gucken uns das jetzt noch nicht an. Ich will erst mal wissen, was Kunivo zu ihr Ollis Rap-Album sagt. Das haben wir uns das letzte Mal nicht geben können, Jo, Freunde! weil ich dann noch mit Jüten Maske geredet habe. Der kleinen Schwierig. Kids. Kennt ihr noch Jo Olli? Ihr wisst schon, der Typ, der damals dachte, ach so, Kissing-Pranks mit Minderjährigen sind sau lustig. Der dachte, also mit 13-Jährigen schlafen. Was ich persönlich nicht verstehe und noch nicht verstehen kann, was hat er sich bei der Frisur gedacht? Schreibt's gern rein. Was hat er sich dabei gedacht? Boah, da stecke ich aber einen rein. Und der genau dafür von einem Gericht verurteilt wurde. Ja, Tune, daher auf jeden schon Fall, vorher Bruder, hat der Typ ja mal immer Musik rausgebracht. Und so Werke wie sind heutzutage halt einfach auf jedem Volksfest zu finden. Als erstes hat er sich umbenannt, denn Jo Olli klingt ein bisschen zu sehr nach dem Onkel, der auf dich aufpasst, aber mit dir sehr komische Dinge macht. Stattdessen heißt er jetzt Young Alpha, was natürlich ziemlich passend ist. Der hat 200.000 Follower auf Instagram. Alter. 200.000 Follower auf Instagram. Es ist wirklich Wahnsinn. Er hat 20 mal so viele Follower wie ich. Das ist ja krank. Kranker Typ. Ist denn Tu Young ist in China halt auch nur Name. Letzte Woche hat er dann tatsächlich sein erstes eigenes Rap-Album rausgebracht. Young Alpha. Das Album, was einfach an die Spitze der Charts gehen soll. Und wir werden einfach mal so ein bisschen schauen, was drinsteckt. So wie Olli in der 13-Jährigen. Tatsächlich muss man zugeben, dass die Spotify-Klicks bei ihm sogar dafür, dass das halt echt keine gute Musik ist, ziemlich gut sind. Guten Morgen von seinem Album zum Beispiel hat über 320.000 Streams. Und auch so gut wie alle anderen Tracks haben mal mindestens 20.000. Eins hey, oder na, zwei ich hab niemanden gemeldet. Über 100.000. Kommen wir jetzt allererstes mal zum Albumcover. Naja, das zumal ist ich halt, auch kaum FIFA spiele. Digga, cringe, was soll ich dazu sagen, Leute? Er steht auf dem Album halt neben dieser Dame, die so eine komische Skimaske aufhat. Dazu steht die da halt einfach wirklich wie so ein nasser Sack. Schulter nach unten, überhaupt keine Spannung und wirklich glücklich sieht die auch nicht aus. Das, also, ja, was er sich dabei gedacht hat, ne, das ist auch die ganz große Frage. Also, dieses Cover von einem Album ist mit Abstand das cringigste Cover überhaupt. Ich habe noch nie sowas Lostes gesehen. Ich bin auch gespannt, er hat bestimmt hier irgendwo noch seinen Arm ein bisschen größer gefotoshoppt. Die Uhr ist auch nicht echt. Und er fährt ja auch nicht irgendwie ein krasses Auto oder sowas. Der ist ja mit einem Smart tatsächlich unterwegs. Also der fährt, glaube ich, for real einen Smart. Der wurde da schon ein paar Mal gefilmt. Also es ist jetzt nicht so, dass er überkrass angeben kann mit dem, was er hat. Und er wird auch nicht viel verdienen und generell, ich weiß nicht, wie es aussieht mit Arbeit bei dem. Cover zu nehmen. Jo, ich bin bald ein Rap-Album raus. Hast du vielleicht Bock auf das Cover zu gehen? Hier, dann zieh bitte einfach mal alles aus, außer die Unterwäsche und zieh dir bitte diese Skimaske hier auf. Sein erster Track, der auf dem Album vorhanden los, ist, gesagt, heißt für die Young Alpha. Und da hören wir einfach mal die ersten beiden Zeilen, die direkt alles zerbersten. Frauen sagen zu meinem Buddy, meiner Uhr, Frauen sagen zu meinem Buddy, zu meiner Uhr, Young Alpha, Dichter und Denker. Unverurteilter Sexualstraftäter nicht zu vergessen. Ansonsten geht es in den Track halt einfach darum, dass er der krasseste ist, dass er Geld hat und dass er Weiber bumst. Das Ganze ist dazu nicht mal wirklich einfallsreich und die Lines sind halt wirklich super schlecht. Zum Beispiel die hier in der Hook. Ich ficke Models und ich mache meine Asche, oho, immer in Gefahr durch die Patte. Das Ganze hat er halt in der Hook quasi dreimal gemacht, nur leicht abgeändert. Hooks müssen natürlich keine unfassbar krassen Reimtechniken oder sowas beinhalten. Eine Hook ist halt dann gut, wenn sie einfach leicht ins Ohr geht. Aber das Ding ist, das ist da halt einfach nicht der Fall und das ist halt wirklich alles einfach nur wack, was er da geschrieben hat. Mal abgesehen davon sind auf den Also, das letzte Mal wurde ich ja kritisiert, das ist ja also von Badinger, das hat mir Badinger geschrieben, Populette, grüß dich. Das hat mir Badinger geschrieben, dass ich ja indirekt Jo Olli supportet habe, weil ich den Namen in den Titel geschrieben habe und sowas. Was letztendlich finde ich, dass, wenn ich jetzt im Gegensatz zu diesem Video das sehe, habe ich ihr weniger dazu beigetragen, dass Leute sich das Zeug anhören, weil ich habe ja gar nichts, auch nur ansatzweise von diesem Album weiter erwähnt, außer dass ich es traurig finde, dass es so viele Hörer hat und dass niemand das hören soll. Hier wird ja halt auch noch ein bisschen reingespoilert oder so oder schon ein bisschen angeteasert, was alles so mit drin vorkommt in den Liedern und dann wird sich das halt gerade, sage ich mal, angehört. Also das würde ich schon eher sagen, dass das hier indirekter Support ist, weil gerade jetzt Leute gespannt sind, wie die Olli-Texte noch so sind und weshalb man sich noch mehr drüber lustig machen kann. Also ich hätte eher den Kommentar von Badinger unter Kunivos Video gefühlt als unter meinem Video, weil ich habe nun wirklich nicht krass irgendwas so geteasert, dass sich das Leute unbedingt angucken müssen. Ne? Und guck mal, es ist jetzt schon hart.
Die Leute wissen einfach auch, was in den Texten sowas vorkommt. Das ist los. Stimmen halt gefühlt 8000 Effekte drauf, sodass man einfach gar nicht mehr wirklich seine Stimme hört, sondern nur noch dieses Autotune und die 30 anderen Effekte, die da drauf sind. Ich meine, wer hat das denn abgemischt und dachte dann so, Digga, so soll das auf jeden Fall auf Spotify kommen. Ich meine, hört euch die Stimme bitte nochmal genauer an. Der zweite Track heißt Two Girls und wer hätte es gedacht, da geht es halt um zwei Girls, die er halt klärt. Auch da hören wir mal ganz kurz rein, denn die Hook ist mal wieder wirklich super einfallsreich. Jo, Olli hat übrigens momentan 260.000 monatliche Zuhörer oder Hörer bei Spotify. Leute, wir haben es geschafft. Das Ding ist durch. Wir haben es einfach geschafft. Ich muss man einfach sagen. Du willst meine Frau klauen? Ich glaube, du meinst eher meinen Sohn, oder? Ich habe mir übrigens einfach mal die Mühe gemacht und habe den Text analysiert. Also gut, es gibt so Seiten, wo du das einfach einfügen kannst. Es befinden sich in diesem Text insgesamt 392 Wörter drin, wovon 31 Mal das Wort hab ist und 31 Mal zwei. Ich habe das einfach mal mit einem Mero verglichen, der ebenfalls nur die Tracks rausbringt, weil es halt Cash gibt und er wirklich null darauf achtet, irgendwie einen coolen Text zu haben. Im Track Wolke 10 befinden sich 420 Wörter und auch die Dichte von den einzelnen Wörtern ist halt viel, viel kleiner. Also er hat viel mehr verschiedene Worte gewählt. Und da habe ich sogar noch dieses la am Anfang und am Ende einfach mal rausgelassen. Das heißt, selbst ein Mero, der halt wirklich einen kompletten Fick darauf gibt, was für einen Text er hat, hat sich einfach mehr Mühe bei einem Text gegeben als du. Also das muss man erstmal schaffen. Ich meine, du bist lyrisch einfach unter einem Mero. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Heftig ist... Alter, wenn man wirklich unter einem Mero ist, dann hat man es einfach auch geschafft. Übrigens auch seine Reimkette. Er reimt Pro auf Po auf Pro auf Pro auf Po auf Pro. Kollege, der Boss-Rate drops to 0%, sage ich euch. Der nächste Track heißt Horoskop und der geht glücklicherweise nur 1 Minute 20. Und um was geht es? Naja, er erklärt halt wieder... Junge, ich finde schon wirklich Musikvideos und Musiklieder, die 2 Minuten 30, 2 Minuten 40 gehen, finde ich schon... Das kann ja fast so hingerotzt sein, wenn es gerade mal so kurz ist. Aber das geht einfach 1 Minute 20. Das ist nochmal die Hälfte. Ein Track. Da merkst du einfach, also, das hat er bestimmt noch zu Hause mit Windows Movie Maker und sowas. Da hat er noch die Tonspur aufgenommen, ein bisschen was geschnitten. Anders kann ich es mir echt nicht mehr vorstellen. Also anders kann ich es mir wirklich nicht vorstellen. Ja, irgend so ein komisches Vibe. Aber jetzt wissen wir wenigstens, was für ein Typ er ist. Sie will den Wahren und keinen Lahmen. alles klar, Bruder. Oh, gut Mann. Zu wissen. Oder auch, sie will den Gewinner. Ah, Vergangenheit scheißegal. Ja, ah, ich chill nicht mit Verlierern. Wenn ich will, fick ich sie nochmal. Ja. Ja, Digga, na dann, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Props an dich. Der nächste Track heißt Komm vorbei. Nee, danke, Bro, wirklich nicht. Da geht es darum, dass er halt möchte, dass sein Vibe vorbeikommt. Warte mal, ich habe mich jetzt ein bisschen selber gedisst, oder? Wir hören auch hier einfach mal ganz kurz rein. Ebenfalls mal wieder nichts, was sich irgendwie abhebt oder wo man sagen kann, ja, Digga, geile Zeilen drin gehabt, sondern mal wieder einfach nur... Ja, einfallsloser Schrott. Was soll ich... Und nochmal eine Frage. Alte Scheiße, bist du da? Schreib bitte rein. ...dazu großartig sagen. Der nächste Track ist Slayer Sie. Und naja, um was geht es? Naja, er bumst halt wieder irgendein Mädel, ne? Was auch sonst. Auch da hören wir uns einfach mal ganz kurz die Hook an. Slayer Sie, ja, ich Slayer Sie. Ja, wo alles gut, Bruder. Ja, sehr einfallsreiche Adlibs auf jeden Fall. Props an dich. Dann kommt Corona. Und was denkt ihr, worum es geht? Naja, natürlich, es geht ja wieder darum, dass er irgendeinen Vibe bumst. Aber hier macht er natürlich erstmal Folgendes. Ich lass sie herfahren, doch zuerst macht sie einen Test auf. Corona, auf Corona. Allerdings holt er sich... Normalerweise schneidest du das doch so zusammen. Corona, Corona. Und er singt's einfach direkt zweimal, damit das so rüberkommt wie so ein Echo. Corona, Corona. Das ist wirklich, der Typ ist so lustig, wirklich. Das macht mich persönlich auch ein bisschen nachdenklich und stutzig. ID Fix ist am Start, vielen Dank für den Resub. In my head, this is where we are. Vielen, vielen lieben Dank, ID Fix. Kurz vom Hype Train hier. Papillon, ich grüße dich, schön, dass du da bist. Vielen Dank, wirklich, das ist doch sehr, sehr ehrenhaft. Nadine, ich grüße dich, schön, dass du da bist. Ein Video, das betroffen macht. Mich macht es wirklich betroffen. Und Lette MC, grüße dich, schön, dass du da bist. Nee, also, mich persönlich macht es fertig. Mich macht das fertig. Also, ich bekomme da auch teilweise Brechreizen, das ist nicht gut.
Ich natürlich nicht meine Freundin ran, denn da ist das Problem folgendes. Von deiner Freundin will ich nicht, sie sieht aus wie eine Oma. Was für ein ultra krasser Diss, oder? Deine Freundin sieht aus wie eine Oma. Allerdings sagt er dann später im Text wieder, und ich nehme sie hops, Gott, deine Gott. Girl, ein wirklich schönes Girl. Also steht dir Olli jetzt auf Omas? Alles klar, Digga, dann weiß ich Bescheid. Vor allem auch mega nice, dass er zwar Gucci-Socken anhat, aber darüber noch Flipflops. Ja, das trage ich auch jeden Tag so. Der stylische Boss mal wieder unterwegs. Dann kommt der Track Fanta. Und was denkt ihr, um was geht es da? Natürlich, Digga, er bumst wieder irgendein Vibe oder beziehungsweise zwei Viber. Außerdem trinkt er Wodka mit denen. Die Hook geht ungefähr so. Ich chill mit drei Girls, nur mit Socken und im Tanga. Wir sippen Wodka O oder Wodka Fanta. Du chillst also in Socken und Tanga? Also jetzt nicht. Ich muss auch sagen, tatsächlich, das ist von QNTV mit das unterhaltsamste Video, was ich bis jetzt gesehen habe. Ist kein Scheiß. Auch wenn er natürlich indirekt Yo Olli gerade eben so ein bisschen supportet, würde ich sagen. Oder sogar direkt supportet, der hört sich auch die Lieder an. Aber ich muss sagen, mich unterhält es gerade wirklich. Ja, okay, komischer Fetisch, aber hey, solange es dir gefällt, ist alles cool. Ich meine, wo hast du überhaupt den krassen Reim von Tanga auf Fanta her? Etwa von der Reimemaschine.de? Dann kommt der Track Guten Tag. Übrigens geht es da, Johanna, ja, hätte es gedacht, mal wieder um Sex. Allerdings muss ich hier sagen, dass ich den Text sogar teilweise etwas lustig finde auf eine komische Art und Weise. Sie lecken an mir, als wäre ich ein Lollipop, doch sind nicht mehr 12, sie sind über 18, deswegen gibt es meinen Cock. Frisch, einen frischen Penis. Es ist der einzig wahre und der lange, nicht dieser kleine, nein, der feine. Er ist frisch rasiert mit zwei Eiern, sie machen, was ich will und zacken an mir. Es ist halt so schlecht und cringe, dass es einfach schon wieder lustig ist. Das muss sogar ich selbst zugeben, dass ich da unterhalten worden bin. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie kommst du darauf, so einen Text hinzuhauen, wirklich? Also, ich meine, guck mal, das Ding ist halt einfach, von Yo-Olli hast du keine Erwartungen. Und von diesen keinen Erwartungen, nicht mal die wurden erfüllt, diese Erwartungen. Also diese nicht vorhandenen Erwartungen. Selbst die wurden unterboten. So, er hat es einfach hinbekommen. Dementsprechend ist das dann halt auch viral gegangen. Wahnsinn. Junge, Junge, Junge. Ich finde es vor allem auch mega lustig. Er muss nur unter 30 Sekunden Spotify-Time bleiben und Yo Olli verdient nichts. Ist das so? Aber die meisten werden sich das wahrscheinlich ganz anhören. Das ist das große Problem. Dementsprechend ist die Spotify-Time auch größer bei ihm. Schätze ich jetzt mal, weil die meisten das halt so als Meme nutzen und dann hören die sich das immer komplett an. Ganz schwierig. Lustig, wie er extra nochmal erwähnt, dass die auch über 18 sind und nur deswegen den Cock bekommen. Dann kommt der Track Gucci. Und wie der Name natürlich schon sagt, geht es mal wieder darum, dass er Sex das mit irgendeinem so Vibe hat. Sven, grüß dich. Auch da hat er lieber extra nochmal erwähnt, dass sie auf jeden Fall 18 ist. Dann kommt der Track Gold. Und was denkt ihr, worum es hier geht? Nein, Leute, es geht tatsächlich nicht darum, dass er Sex mit irgendeinem Vibe hat, sondern darum, wie reich er ist. Oh mein Gott, ja, endlich Abwechslung auf dem Album. Mann, zwei Themen. Boah, heftig, Mann. Wo gab's denn das schon mal? Ja, der Track ist allerdings auch ansonsten, ja, super langweilig, hebt sich nicht ab, es gibt keine geilen Lines und nichts. Der nächste Track ist dann Gott. Das ist ein Track, wo er einfach nur sagt, dass er keine Drogen nimmt und sowas. Ja, kann man halt machen, ist aber auch überhaupt nicht einfallsreich. Text ist wieder komplett langweilig. Ja, kann ich halt nicht großartig viel zu sagen, um ehrlich zu sein. Der letzte Track ist Quarantäne. Ich muss kotzen, ja. Sehr unangenehm, die Hook auf jeden Fall. Naja, in den Track geht's halt darum, dass er Liebe möchte und nicht alleine sein will. Durch diese Quarantäne halt. Das ist auch schon das gesamte Album. Junge, dieses Album ist einfach nur angepasst auf die Corona-Zeit. Mit wahnsinnigen Vergleichen. Also ich meine, guckt euch doch mal, wir sind genau bei 8 Minuten, ne? Wir merken uns das jetzt einmal. Ich meine, guckt euch das mal an. Sie lecken an mir, als wäre ich ein Lollipop. Doch sind nicht mehr 12. Sie sind über 18, weil sie sind nicht mehr 12. Alter, wie Wahnsinn ist der Typ bitte. Sie sind über 18, deswegen gibt es meinen Cock. Ah, frisch, einen frischen Penis. Es ist der einzig wahre und der lange, nicht dieser kleine, nein, der feine. Er ist frisch rasiert mit zwei Eiern. Sie machen, was ich will und sacken an mir, weil sie mich feiern. Was ist das, Leute? Wo ist sie mal angekommen, dass man solche Texte raushaut? Und das halt auch wahrscheinlich noch ernst meint. Nein, Leute, es ist nicht dieser Kleine, es ist der Feine. Oh ne, also es ist schon unterhaltsam, das auf jeden Fall, aber es ist ganz schwierig. Album. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich finde es hier ein bisschen schwer herauszufinden, ob er das Ganze jetzt ja wirklich komplett ernst meint und denkt, dass er ein krasser Rapper ist, oder das Ganze vielleicht eher so auf Trollbasis.
er macht es auf Trollbasis zu 100%. So dumm ist Jo Olli nicht. Und Jo Olli ist natürlich sehr dumm, aber so dumm ist er nicht, dass er das nicht ausnutzt. Was es gemacht hat, damit genau Leute wie ich darauf anspringen und ihm noch ein bisschen mehr Reichweite geben. Wenn das Album jetzt tatsächlich so trollmäßig ist, dann muss ich halt sagen, ist es halt trotzdem komplett scheiße. Ich meine, dieser Text von Guten Morgen ist halt wirklich ganz lustig, muss ich sagen. Ansonsten ist es aber einfach nur hingerotzte Scheiße. Da hat sich keiner Gedanken darüber gemacht, mal ein paar lustige Lines oder sowas zu bringen, sondern er sagt quasi jeden Track wieder genau das Gleiche, aber ein bisschen anders. Das heißt, selbst wenn man das nur gemacht hat, um andere zu verarschen oder um so zu tun, als wenn man ja voll krass ehrlich zu sein. Jeder Song ist halt wirklich genau gleich. Ein paar Beats versuchen zwar krass zu sein, aber sind einfach nicht ausgereift genug und das merkt man halt deutlich. Ich habe ja für das Video das komplette Album gehört tatsächlich und es tut mir nicht nur weh, sondern ich habe jetzt auch im Nachhinein nicht einen einzigen Track im Ohr. Dazu geht es halt 9 von 12 Tracks wirklich einfach nur darum, wie er irgendwelche Weiber fickt. Und ja, das ist natürlich eine Sache, die, glaube ich, jeder Gangster-Rapper schon mal gebracht hat, aber ein komplettes Album lang? Also dann bring doch wenigstens dazu einfallsreiche Lines, heb dich ab, übertreib oder sonst irgendwas. Aber du sagst einfach wirklich nur, ja, sie kommt und sie blowt und ich habe tausende Weiber und die blowen alle und ich habe rasierte Eier, ja, Digga, herzlichen Glückwunsch. Props an dich, ist das ein Placement für Gillette oder was? Dazu hat er halt wirklich nur ein bis zwei siebige Reime und wie gesagt, die Hook können wir einfach ignorieren, weil die soll einfach nur ins Ohr gehen, aber auch in den Parts ist das Ganze halt wirklich so schlecht, also Pro auf Pro auf Pro auf Pro auf Pro. So, what the fuck, wer hat sich das denn ausgedacht, ein Kleinkind oder was? Darüber hinaus ist der Flow halt wirklich abnormal schlecht. Ich meine, hört euch die Tracks einfach mal selber an. Voll oft hat er in den Tracks einfach nicht die richtige Länge der Zeilen. Das heißt, er flowt dann auf einmal komplett komisch oder ist einfach raus oder das klingt auch gar nicht natürlich. Na, hat er nicht auch irgendwas gesagt mit, Alter, wie ging das doch mal? Auf einmal fängt er an mit, er hat ein iPhone Pro oder sowas. Und dann sagt er, iPhone Pro, iPhone Pro, iPhone Pro, Pro, Pro oder sowas. Das ist so Wahnsinn. Ich finde, das ist rein lyrisch gesehen Meisterwerk. Wirklich. Wie er das auch sagt, das heißt auch... Ah ja, wow, 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 neues Telefon. iPhone, iPhone. Genau so, genau das ist es. Aber Hauptsache, du kennst das wieder, Klappspannsichter. Das ist halt dann wieder krank, da merkst du halt... So, irgendwo müssen ja die Zuschauer am Start sein oder die Leute, die das hören. Hat er sich gar keine Gedanken darüber gemacht, ein geiles Album zu bringen. Ja, Niklas, trotzdem, sondern das wurde einfach nur auf schnell produziert. Und das finde ich ehrlich gesagt schon ein bisschen schade. Dazu kommt natürlich noch, dass die Stimme, wie gesagt, halt so krass bearbeitet ist, dass der Hörgenuss halt einfach wirklich bei Null ist. So, ich meine, warum machst du das denn? Du hättest doch wahrscheinlich deutlich mehr Streaming-Zahlen, wenn du Tracks rausbringen würdest, die man im Auto hören kann, ohne dass die Box dann darin irgendwie kaputt geht. Das einzig Positive, was ich zu Jo Ollis Album tatsächlich sagen kann, ist halt die Tatsache, dass ein, zwei Tracks ganz gute Streaming-Zahlen haben. Wie auch immer der das hinbekommen hat, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand hört. Aber nun gut, so ist das halt. Wie gesagt. Ja, das Problem ist, wenn sich jetzt jeder darüber lustig macht und jeder das einmal anhören will, was er da rappt, weil das ist ja so dumm und so lustig und keine Ahnung und hat Meme-Potenzial, dann kommt ja jedes Mal ein Aufruf mehr und jedes Mal hört sich doch jemand an, noch jemand an. Und genau deswegen hat er so viele Zuschauerzahlen oder Zuhörerzahlen. Das ist das Problem. Gesagt, ich bin mir natürlich nicht sicher, ob er das halt ernst meint oder nicht, aber aus beiden Aspekten ist dieses Album einfach komplett Schrott. Und selbst wenn das ironisch gemeint ist, kann man sich das halt trotzdem nicht geben. Was sagt ihr zu dem Album? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video, meine Freunde. Bis dann, okay, thanks, bye. Schwierig, Mann. Das war's jetzt gerade. Schwierig, ja. Also ich fand tatsächlich das Video von KuneV sehr, sehr unterhaltend. Ja, also das hat einfach Spaß gemacht, sich anzuschauen. Aber ja, ey. Der Typ ist so anders los, das ist echt ganz, ganz schwierig. Es ist wirklich ganz, ganz schwierig.